Du kriegst gleich eins in die Fresse, sagt Stefan Homburg auf einer Demonstration in Hannover. Und die Frage war, wie ist das zu bewerten? Ist das eine Nötigung, eine Bedrohung oder gar eine Notwehr von Herrn Homburg oder eine Notwehr vom Fotografen? Diese Konstellation kommt relativ häufig vor und ich werde immer wieder danach gefragt, wann darf man eigentlich Demonstrationsteilnehmer filmen und wann darf man sich als Demonstrant dagegen wehren? Jetzt ganz gleich, ob die Demo von links oder von rechts ausgeht, das Recht ist an der Stelle natürlich politisch neutral. Grundlage ist das Kunsturheberrechtsgesetz und dabei das Recht am eigenen Bild. Und was häufig an der Stelle übersehen wird, ist, dass es tatsächlich eine Ausnahme gibt für das Recht am eigenen Bild, wenn nämlich Teilnehmer an einem Aufzug, so lautet dort der Wortlaut, teilnehmen. Dort dürfen also Personen tatsächlich gefilmt werden als Teilnehmer der Demonstration, angeblich nicht so sehr mit einem Porträtfoto, aber im Kontext dieser Demonstration. Wir kennen das mit dem Hutbürger, der da argumentiert, sie dürfen mich nicht ins Gesicht filmen. Das ist genau diese Argumentation, wo der Teilnehmer eben meint, man dürfe nicht einzelne Personen herausgreifen. Das bedeutet aber nicht, dass es ein grundsätzliches Verbot gibt, einzelne Personen erkennbar abzubilden, sondern es ist lediglich so, dass nur das Recht am eigenen Bild aufgehoben ist, eingeschränkt ist, wenn der Kontext zu der Versammlung nicht mehr gegeben ist. Insofern streitet man natürlich dann genau darüber, wie groß dieser Bildausschnitt sein darf bei einer Demonstration. Jetzt zunächst einmal bei einer normalen Aufnahme im Zuge einer solchen Versammlung ist es also einem Fotografen durchaus erlaubt, die Kamera draufzuhalten auf die Versammlungsteilnehmer, sodass also das Filmen keine rechtswidrige Tat, kein rechtswidriger Angriff ist, sodass es eben auch nicht gerechtfertigt ist, gegen einen solchen Fotografen mit Gewalt vorzugehen. Ist das überhaupt denkbar, gegen Fotografen mit Gewalt vorzugehen? Wir kennen das aus dem Fall von Herbert Grönemeyer gegen Fotografen, der sich da tatsächlich mit einer Reisetasche und einiger Gewalt gewehrt hatte, weil die Fotografen-Paparazzi ihn dort gefilmt hatten. Und das könnte gerechtfertigt gewesen sein, hängt ein bisschen von den einzelnen Umständen ab. Grönemeyer hatte die Verfahren zivil- und strafrechtlich gewonnen. Also zivilrechtlich hat er sie gewonnen. Und strafrechtlich gab es eine Anklage auch gegen die Fotografen. Der Spiegel hatte darüber berichtet. Was es jetzt für Homburg bedeutet, der jetzt Schläge androht, das ist nach der neuen Rechtslage und dem neu gefassten 241 StGB zu beurteilen. Denn bisher war eine Bedrohung nur strafbar, wenn man mit einem Verbrechen gedroht hatte. Mittlerweile ist aber auch eine Bedrohung mit einer Körperverletzung, also auch einer einfachen Körperverletzung, Schläge, die angedroht werden, bereits eine Bedrohung, die nach 241 strafbar sein können. Dann war auch die Frage, was ist jetzt mit dem Fotografen, der sich wehrt, der also die Hand ausstreckt und immer sagt Abstand halten, der also Herrn Homburg dadurch berührt. Ist jetzt sozusagen Herr Homburg dadurch angegriffen, dass der Fotograf auf ihn zugreift und ihn berührt im Rückwärtsgang? Nun, es sieht eher unwahrscheinlich aus, dass das Berühren mit der Hand beim Rückwärtslaufen also eine Angriffshandlung darstellen soll. Es ist im Gegenteil wohl eher eine Verteidigungshandlung gegen den Angriff von Herrn Homburg in dieser Konstellation. Für eine wirklich rechtliche Beurteilung reichen die 15 Sekunden, die da auf Twitter veröffentlicht worden sind, vermutlich nicht aus. Denn denkbar ist auch, dass irgendetwas vorausgegangen ist, dass vielleicht doch ein Angriff auch des Journalisten denkbar ist. Das will ich nicht unterstellen. Ich will nur einfach sagen, dass man das nicht so genau beurteilen kann mit dem Schnipsel, den man hier hat. Fest steht allerdings, Filmen auf einer Demonstration ist zulässig. Wenn sich ein Demonstrant dagegen wehrt, handelt er nicht in Notwehr. Wenn er dann einen Fotografen angreift und dieser sich daraufhin wehrt, so kann für diesen eine Notwehr gegeben sein, weil er sich gegen einen rechtswidrigen Angriff wehrt. Da ist sogar auch die Anwendung von Gewalt möglich.